Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zurück, während ich auf mein Headset-Kabel fast getreten wäre. Heiße euch trotzdem herzlich willkommen zurück zu einer weiteren geschlechtsorgananregenden Episode von Metroid Prime. Und bei mir ist wie immer auch der, weiß nicht, ist er auch Shepherd. geschlechtsorgananregend? Der Shepherd? Ja. Bestimmt, also. Müssten wir mal die ein oder andere Person fragen. Ja, also Kannst ja sagen diesmal mit der Wurst anfangen, die hat mich gerade erst gesehen. wir sagen wir einfach mal ja. Ja, wir haben nach einer längeren Aufnahmepause machen wir natürlich da weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, nämlich in den Fasonminen und schauen mal, was hier so geht. Wir werden erstmal schön von Geschütztürme unter Beschuss genommen. Das wichtige Fasson verteidigen. Oder auch nicht. Wer weiß. So. Bisschen lauter stellen meinen Ton am Headset. Was haben wir denn hier? Ach so. Missiles. Ja, kann wahrscheinlich sein, oder kann sehr gut sein, dass ich hier ein bisschen Zeit brauche, um mich zurechtzufinden. Aufgrund der langen Aufnahmepause Nee, weil erhalten. dieser Abschnitt ist mir nicht mehr ganz so gut in Erinnerung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ach so, naja, das passiert den Besten. Ah, noch ein paar Piraten. Zu denen der Scheinspark natürlich unweigerlich gehört. Ich habe mir neulich wieder ein Let's Play von ihm angeguckt und musste bewundern, wie groß er doch in seiner Kunst ist. Ja, er konnte allen Boxern von Punch-Out einfach so die Fresse polieren. Ein super Punch-Out, ja. Das ist jahrelange Übung, muss ich sagen. Ein super Punch-Out bin ich nicht so schlecht. Ich war zwar in dem Walkthrough nicht, zwar nicht meine beste Leistung, die ist immer noch gespeichert auf der, auf dem Modul von meinem besten Kumpel, wo ich, wo meine ganzen richtig guten Rekorde drin sind. Ist noch hier, hier Piston Hurricane habe ich, glaube ich, in 6 Sekunden weggehauen. Oh, das war doch der, war das der Jamaikaner? Nee. Nee, Nee, es war der. das ist dieser Kubaner. Genau, ja. Oh ja, stimmt, der war auch nicht nett. Ja, ist ja bei Punch-Out immer so, wenn es am Anfang, ich habe ja früher auch mal ständig von den Stärkeren zumindest am Anfang immer die Fresse poliert gekriegt. Aber irgendwann hast du es dann raus, also das ist halt so, spielst du halt Punch-Out, irgendwann hast du es dann raus und dann kommst du weiter zum nächsten und irgendwann Ja. zum Ende. Ja, mal schauen, ob ich das auch so hinkriege. Oder wir, naja, wir. Hast du das Original, das, was heißt das Original, den ersten Teil auf dem NES, den hast du nicht so? Es ging, sage ich mal. Also ich hab mal durchgekriegt, aber ja gut, was heißt durchgekriegt? Ich habe halt Tyson habe ich halt nie geschafft. Zusatzboss, ja. Ja, Also aber Oberend. sonst der letzte war ist ja Super Macho Man. Ja. Der ist allerdings Yeah. irgendwie, der ist irgendwie kinderleicht. Also den schwersten fand ich im noch alten Punch-Out, also im Original Punch-Out auf dem NES fand ich, war Mr. Sandman. Ist das denn? War der Macho Man der mit den grauen Haaren oder war das Mr. Sandman? Nee, das war der Macho Man. Ach so. Super Macho Man. Mr. Sandman, das ist der farbige. Ach so. Das ist der, der ist ja eigentlich nachgebildet nach dem Boxer Joe Frazier. Okay, der mir absolut nichts sagt. Ja, der hatte eine ziemlich legendäre Fehde mit Muhammad Ali gehabt. Ich denke mal, Muhammad Ali wird irgendwas sagen, oder? Ja, den kenne ich gerade noch so. Ja. Also, ohne Boxkenntnis zu haben. Das ist natürlich, wenn man das erste Punch-Out sieht, da muss ich natürlich immer wieder sagen, im Prinzip, ich war sehr enttäuscht bei dem Super Punch-Out jetzt.
wo ich dir in den Videos geguckt habe, ist es ja gar kein King Hippo dabei. Nee. Aber der ist dafür wieder auf der Wii dabei. Ach, der ist auf der Wii wieder dabei? Ja, also das Punch-Out auf der Wii, das spielt sich auch, das spielt sich genauso wie das auf dem NES. Also du hast drei Runden pro Kampf immer und hast halt auch wieder das alte Power-Up-System, wo du halt diese Sterne da sammeln musst, wenn du den Gegner mit dem Überraschungstreffer eine rüberhaust. Ja. Ist eigentlich bei dem alten Ding, das war da auch, da konntest du doch auch blocken, ne? Da haben sich doch, hat sich auch Kaizo drüber aufgeregt, als wir gezockt haben, ne? Dass man nicht blocken kann. Man kann nur ausweichen, ne? Bei dem Super Nintendo Punch-Out. Da kannst du auch blocken. Ja? Ja. Hat uns da ein Knopf gefehlt? Nee, also bei Super Punch-Out ist das so, wenn du gar nichts drückst, dann blockt er Schläge, also blockt er automatisch immer Schläge, die in die Magengegend gehen. Wenn du nach oben drückst auf dem Steuerkreuz, dann blockt er Schläge, die ins Gesicht gehen. Ah, verdammt, und sowas weiß man nicht. Da musst du wahrscheinlich irgendwie den solche Leute wie den Piston Hurricane, der dann so eine Schlagserie ablässt, wahrscheinlich. Ja, der schlägt ja immer abwechselnd aufs Gesicht und in den Magen dann. Ja. Da musst du halt mal dementsprechend blocken. Ah, verdammte Axt, dass man sowas nicht weiß, ne? Bekommst du jetzt eigentlich hier in dem Spiel, wo wir uns schon in den Versuchungen befinden, bekommst du jetzt auch hier in der Nähe dann die, die Suit, oder? Welche meinst du? Ja, es gibt ja noch eine hier in dem Spiel, ne? Hast du gesagt. Gibt ja nicht mehr. Den Fasoden Suit. Ja. Ja, das war jetzt gerade natürlich clever, dass ich diesen Schalter erst gefunden habe, der die Geschütztürme mal ausschaltet, nachdem ich sie schon vernichtet habe. Na, für alle, die das jetzt sehen, die wissen, wie man es dann richtig macht. Ja. Ach ja, Piraten mit Stealth-Tarnung. Also wir haben ja zum Glück immer noch unsere Predator-Sicht. Ja. Da hinten kam noch einer. Oh, da sind sogar schon zwei hier. Vielleicht habe ich. Hast du schon wieder was gesagt, was mich auf irgendwas gebracht hat, was ich noch nicht gehört habe? Predator. Der sieht ja so ähnlich aus wie der Predator, nur in hässlich. Ja, der Predator sieht doch schon hässlich aus. Ja, ich weiß. Und eigentlich sah das, was er damit verglichen hat, auch gar nicht so hässlich aus wie der Predator selber, aber ich fand den Spruch verdammt geil. Ah, ich weiß nicht, kriege ich nicht mehr zusammen, wo das her war. Vielleicht fällt es mir noch ein, wenn ich ein Bier getrunken habe. Ja, Schwarzenegger sagt zu ihm im Film, Mann, bist du hässlich, wenn er die Maske abnimmt. Ja, genau, ja, ja. Das ist ja auch wieder so eine super Übersetzung. Im Englischen sagt er eigentlich, you're one ugly motherfucker. Kannst du das nochmal bitte im Originalvertonung sagen? Originalvertonung? Meinst du mit sag das mal bitte mit Arnold seiner Stimme. Oh, ich glaube, bei dem Spruch hört man den gar nicht so stark raus, den Akzent. Ach so, schade. You one ugly mother. Da waren dann schon Sprüche besser wie Run, get to the chopper. Der legendäre, ja. What's the matter? Ja. Did the CIA push you too many pencils? Legendär, ne? Also die. Also ich hoffe, jetzt haben dich langsam, nachdem die diese Stimme so oft aus dir beziehungsweise rausgekitzelt haben, wollte ich gerade sagen, nachdem du sie oft gemacht hast, ich hoffe, jetzt haben sich schon viele Leute den Arnold Schwarzenegger-Film angesehen, in Originalfassung. Im Endeffekt könnte er sogar seine eigenen Rollen in Deutsch könnte er auch sprechen, glaube ich, ne? Ja, das ist, wo du es gerade sagst, ich habe ja vor Ewigkeiten mal ein Video hochgeladen, Best of Predator. In Deutsch halt. Und es ist ja bis heute immer noch das meistgesehene Video auf meinem Kanal mit jetzt irgendwie so, ich glaube, 16 oder 17.000 Aufrufen. Mhm. Und habe ich von einigen englischsprachigen Zuschauern immer Nachrichten gekriegt, die halt gefragt haben, ob er sich selber sprechen würde. Ach so.
Ja. Also du warst die totale Imitation, nicht Total Recall, sondern die totale Imitation. Nee, ich habe das ja in dem Video nicht imitiert. Ich habe halt nur das hochgeladen mit seiner deutschen Synchronstimme. Ach so. Die hatte ja keinen Ösi-Akzent. Das ist ja, ja. Der Thomas Dannenberg oder so heißt der Leute, der spricht ja auch Stallone. Auf so jeden Fall. Nee, da haben halt viele, ich denke mal die meisten kamen aus USA oder so, die haben halt mal gefragt, ob der sich selber, im Deutschen nicht sich selber sprechen würde. Naja, voller nach Tonlage hören, ne? Also ich finde, also ich würde es auf jeden Fall. Ja, klar, wenn du ihn einmal hast, wenn die steirische Eiche einmal auf Deutsch hast sprechen würde, dann weißt du, dass sein Synchronsprecher definitiv anders klingt. Ja, ja. Alter, wobei, ich habe mich auch schon ein paar gelesen bei, da war ich ja richtig erbost, ne? Also manchmal fühle ich mich ja fast gezwungen, also auf dem Kommentar was rauf zu kommentieren. Da hat irgendwer geschrieben bei meiner Lieblingsserie, das ist ja Californication, dass sich die deutsche Synchro von, also es war halt ein Snippet aus der Serie, eine lustige, ob der Destiny Duchovny sich da anhören würde in der deutschen Synchro wie ein billiger Zuhälter. Ja, mindestens so langweilig. Oh, da wollte ich erst das runterschreiben, Alter, hast du ja schon mal die Originalstimme angehört, aber hat er ja logischerweise, ne? Ja. Ich finde die total geil, die Stimme, die der hat, David Duchovny. Also die haben ja mehrere Leute logischerweise auch, aber unter anderem Charlie Chi. Ach, der gute Charlie Chi. Seine Serie jetzt heißt sie nicht Rage Management oder Anger Management irgendwie so? Anger Management, okay. Aber Rage Management? Oh, weißt du was? Mir gerade einfällt, ich habe noch was mir besorgt neulich. Also erst habe ich gedacht, ich kaufe mir was Billiges, dann war es aber nicht billig. Weil der Versand teurer war als das Objekt selber. Und zwar habe ich mir jetzt endlich, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt gehabt, dass ich gerne eine NTSC-Version vom Super Nintendo hätte. Ja. Habe ich mir jetzt besorgt, ne? Ja. Und habe mich da schlau gemacht, Amazon und so. Es gibt, im Moment wird gerade sehr viel vertrieben. So ein System, das heißt Twin Brother. Da kannst du entweder NES und Super Nintendo Cartridges benutzen. Und dann gibt es noch eine erweiterte, da kannst du sogar Sega-Spiele drauf ziehen. Ach, so ein Adapter ist das? Nee, das sieht aus wie eine Konsole. Ach so, okay. Drei Slots und da kannst du dann die Cartridges reinstecken. Ah, okay. Die hat aber allerdings eine sehr, also die, manche schreiben mega toll und dann, also du hast eine Bewertung, du hast fast keine Mitte, ne? Also es gibt nur von Top-Bewertung bis mega schlecht. Oh, also von okay. Wegen Game gehe ich an, total empfindlich das Ding, ich traue mich gar nicht das anzufassen. Und dann habe ich mir gedacht, ja bevor du jetzt sowas kaufst, find, das sind ziemlich günstig, ne? Die kosten glaube ich so um die 40 Euro oder was. Dann habe ich gedacht, kaufe ich mir doch ein Original, mit Erhaltenes. Na gut, da war Schlimme, da hast du wirklich, hast dann irgendwie 70 für die Konsole bezahlt. Sind aber auch Spiele bei viele, also Donkey Kong. Eine Cartridge von Super Mario All-Stars plus Mario World ist da auch noch drauf. Und Pirates of the Dark Water kenne ich gar nicht, das Spiel. So ein Kram, und das war dann halt irgendwie 70 Euro, aber da hast du dann nochmal 150 plus eine Stadt weiter zum Zollamt fahren und sowas, ne? Das war schon gar nicht mal so günstig. Das habe ich mir jetzt besorgt, damit man halt sich, da ja in den USA immer noch Übersetzungen und sowas hergestellt werden von manchen Spielen, die nur in Asien erschienen sind, oder Hacks halt drauf auch als Cartridge gepresst werden, damit man sich sowas mal holen kann, ne? Hm. Ja, diese Reproduktionsmodule, das ist immer eine nette Sache. Ja, also das war, zum Beispiel haben sich jetzt gerade die Leute in Amerika, die sind jetzt gerade total auf dem Hype, weil sie jetzt ihr Terranigma gekriegt haben, da waren wir natürlich so ein bisschen... Endlich haben wir dem mal was voraus, nachdem wir Spiele wie Chrono Trigger, Earthbound und Final Fantasy 6 nie gekriegt haben. Ja, genau. Habe ich so gelesen und denke so, oh, Terranigma? Naja.
habt da auch mal was zu spielen. Also bei uns ist ja wesentlich mehr, was wir noch spielen können, wenn wir das da kaufen. Ja. Und na gut, da werde ich mir jetzt halt demnächst dann halt meine ein, zwei Spielchen, Mystic Arc und dann halt ein paar Metroid-Sachen, die werde ich mir dann da holen. Oder mal für die Runde was, was es vielleicht nicht unbedingt hier gegeben hat. Zum Beispiel habe ich gehört, es soll eigentlich von dem Super Soccer sogar noch eine... der hier aber auch nie erschienen ist. Und sowas will ich mir dann für die allgemeinschaftliche Runde auch mal holen. Ja, am besten sowas wie Mega Man Soccer. ja, danke schön. Nee, das spiel ich nie wieder. Aber allen Fans von Shinesbug, die hier zugucken, probiert es ruhig mal aus. Ja. Vielleicht habe ich einfach nur einen schlechten Geschmack. Ja, also wenn ihr schon ein Fußballspiel auf dem Super Nintendo spielt, da gibt es eigentlich nur eine Wahl und das ist International Superstar Soccer. Und Super Soccer. Na. Na. Wie viel von dem, was du hier in dem Spiel freischalten kannst an Prozenten, wie viel sind das eigentlich, wie viele Teams sind das eigentlich? Also wie viele Teams sind in der Prozentzahl drin? Weißt du das? Nicht genau. Also ich weiß gar nicht, ich glaube hier steht in der Statistik, was wir an gefundene Items 47%. Ich glaube, das ist dieselbe Anzeige, die auch da beim Spiel stand. Weil da waren wir auf 46. Genau, ja. Seitdem hast du einen Missile-Tank gefunden, glaube ich. Ja. Ne? Genau. Also macht die Mappenfreilegung im Spiel hier nichts aus, oder? Ich glaube nicht. Weil es ist ja auch hier so, dass die Endsequenz hängt auch nur davon ab, wie viel Items du eingesammelt hast. Also geht hier nicht nach Zeit. Ach so. Weil die Zeit wird zwar auch angezeigt, aber die hat keine Bedeutung. Die spiegelt nur dein Leiden wider. Die Zeit, du die hier in dieser grausamen Welt der Raumpiraten verbringst. Genau. War von Sly und Arnold soll jetzt auch schon wieder ein Film rauskommen, ne? Ein gemeinschaftlicher. Ja, der ist, glaube ich, auch schon was länger in Planung. Heißt der nicht irgendwie The Tomb oder so? Ja, kann oder sein. Oder sowas in der Richtung. Kai hatte mir das gezeigt. Ist irgendwie, was weiß ich, dass Sly irgendwie in ein Gefängnis kommt oder sowas. Und in so einen Hochsicherheitstrakt. Und sich also unschuldig oder was. Und dann hilft ihm dann da rauszukommen. Ja. Ja. Ah ja, diesen Raum. Diesen Raum kenne ich auf jeden Fall noch. Wenn ich diesen Turm da in der Mitte sehe, den soll ich mal schön ausrichten, dass da eine so eine Magnetschiene entsteht. Kenne ich vor allem noch mal damals, als ich hier war. Also wird wahrscheinlich jetzt nicht anders sein. Da musste ich da immer sehr viel rumprobieren, bis ich den richtig habe ausrichten können. Die Schiene, die du jetzt... Achso, okay, da. And everything turns by bombing it. Exactly. I mean, it's terrific. It's like having sex with the woman. It's like coming every night and day. Oh. Aber natürlich wird das bestimmt jetzt durch einen Zufall, weil wir das gerade aufnehmen und beim Aufnehmen hat man natürlich immer Oh, das sieht gut aus, ne? Ich glaube. Das ist wie eine Verbindung. Bei Rot ist keine, bei Gelb ist keine.
Ja, muss ich unten. Da muss ich unten quasi nochmal was dran drehen. Da kommen wir wieder zum Hauptteil hin. Ne?